Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier Laufrichter Marsch, Version 2.6. Ja, ich sag mal von vornherein, schönen Dank fürs fleißig Reinschauen, schönen Dank fürs fleißig Liken und auch schönen Dank fürs Kommentieren. Ja, aber noch und ich wünsche einen schönen Samstag, bevor ich das vergesse. Falls ich morgen vergessen sollte, Sonntag, kann passieren. Schließe ich mal nicht aus, aber ist keine Absicht. Ja, es geht weiter. Wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 54 und werden da schon mal den Traktor hinbringen mit der Sämaschine. Und später, sobald die Gärreste ausgebracht wurde, was ein bisschen dauern wird, dann werden wir da die Gerste ausbringen. Da haben wir jetzt ab heute die Möglichkeit, das zu machen. Und das werden wir jetzt so nach und nach durchziehen. Gras soll noch gemacht werden. Da bereite ich nebenbei vor. Aber das hat noch keine wichtige Priorität, also von ganz oben, sondern halt erstmal vorbereiten. Da will ich mal mähen und dann warten. Weil es liegt ja noch teilweise altes Gras rum, Heu zum Beispiel. Oh, unser Abfahrer fährt und das klappt von alleine. Ein bisschen Platz machen, ne? Wir haben ein bisschen breite Reifen, ne? Wegen dem Mod unten rechts. Ja, das ist ein bisschen Gärreste, das klappt. So muss das sein, ne? Hab den Fehler gefunden bei Einstellungen, nächstgelegenen Ausfahrt mal nehmen. Standardausfahrt, dann klappt das nicht. Ich hab wieder überlegt gehabt, Mensch, und gegrübelt, Mensch, woran da könnte das liegen, ne? Mensch, dann ja, ach gut. Rauffahren tut er hier übrigens, ne? Deswegen werden wir uns links hinstellen. Der anderen Seite. Das ist ja ein altes Feld, ist ja verdorrt. Hat der Bauer keine Zeit gehabt, keine Ahnung. Ne, das war ja mal so hier. Ich habe auch keine Zeit gehabt. So, hier haben wir schon sehen. Ja, hier. pH-Wert ist okay. Also da muss ich überlegen, ob ich da. Jetzt haben wir 80 Kilogramm Stickstoff, ne? Wie gesagt, Gärreste ist ja überwiegend Wasser und das haben wir halt da und müssen halt mit dem Düngerfahrzeug den Restdünger nachgeben. So, mal gucken mal. Dann ist er auch bald fertig, dann können wir mit ihm schon mal ja, entweder 6 anfangen oder zum Hof zurückbringen. Ne? Weil die beiden werden ja auch bald fertig bei Hopfenernte. Hier werde ich mal jetzt einstellen, abladen, Lager. Lager, jo. Beladen, Hauptlager, ne? Das ist richtig, aber nicht mehr. Abladen. Kies, Sand, Milch, Raps, Zement. Ja, wie habe ich es geschrieben, ne? Das ist mein entscheidender Punkt. Wasser entladen, ne, Kaltstation, Hofsilo, Hofsilo entladen. Änderung. Deswegen, weil nämlich die Brauerei ist praktisch voll. Ich hätte nicht eingreifen dürfen, ne, weil ich jetzt durcheinander gekommen ist. Schaut mal aus. Und dann kann er nachher entsprechend reagieren und dahin fahren. Ne? Das ist ja jetzt ungünstig, wenn er da hinsteht unten. Da wird der stehen und wieder eine Meldung kommen, Blocking. Ne? Irgendwo brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Zweiten Kalksteuer könnten wir gebrauchen. Für 54. Ich sag mal so. Es kommt zwar die Meldung, ach brauchst nicht, ne? Ach, das geht gar nicht. Wo wollte ich noch Kalk bringen? Ach, auf der 44. Das wollte ich machen. Ich habe hier bei der BGH Nord oder wie war, ja, Nord. Das ist Stadion, ne? Da habe ich ja schon mal hingestellt und voll gemacht. Und da habe ich das auch eingestellt.
Ja, und mal richtig gemacht. Ja. Wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 44. Und werden dann nachher schon mal Kalk anfangen zu streuen. Er wird sicherlich melden, dass es okay ist, wenn er da ist, aber ein paar Tönnchen fehlen doch, ne? Und das ist dann ja. Da fahren wir so rum, ne? Okay. Die können wir dann ruhig dann nutzen, ne? Also, ich möchte ja die optimale Ernte im nächsten Jahr haben. Die dann beim nächsten Mal Regen Kalk auswaschen wird und dann heißt, oh, zu wenig Kalk. Das will ich mal jetzt von vornherein ausschließen. Ja. Vollgas, ne? Dass er zumindest das Vorgewende schafft. Das ist mir ganz wichtig. Vorgewende, da kann man den Helfer einstellen lassen. Ob es dann auch mit klappt, mit alleine holen, mit Helfer, das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt, da bin ich befragt. Ach, hier ist Feld 12, da haben wir eine Wiese gemacht. Mal sehen, vielleicht können wir sich ja noch einmal groß Gras ernten. Also so Silagebahn halt, ne? Im Winter auch genügend die BGA versorgen können. Ja, und wenn hier einmal Heu dabei ist, ne? Gut, in dem Fall nicht, auf anderen Wiesen, dann haben wir einen Heuball, das ist auch nicht so tragisch. Das nehmen wir auch. So, wo haben wir jetzt in Feld 54? Das ist, glaube ich, egal. Die fangen hier vorne an. So. Kurz gucken und dann programmieren. Richtigen Modus, Kursgenerierung für Feld 44. Vorgewende machen wir ruhig 2. Gehen wir auf 20 Meter, das packt er. Das 20.1 ist ja egal. Ein Fahrzeug, wenn man vorher mal 2 gearbeitet hat, wir auf 1 machen. Sonst macht er nur eine Spur. So, jetzt klappt. Und hier muss aktiviert sein, sonst klappt das nicht. Dann passiert nichts, bleibt stehen. Einstellen. Wie lange brauchst du? Eine halbe Stunde, naja, das müsste ja eigentlich gut klappen normalerweise, ne? Heute und morgen. Gut, man muss ja rechnen, dass er alleine holen soll, das dauert natürlich extra, ne? Das ist, kann er so nicht. Und ganz gut, Kalk doch recht kräftig. Kurz mal reinschauen. Und mal F1, da kann man genau sehen, 5,2 Tonnen, ne? Auf Weizen. So, mal gucken wir gleich. Das ist aber jetzt neu. Ja, da hat er sich hundertprozentig dann haben wir hier die Geschwindigkeit auf der Straße reduzieren. Klingt verrückt, aber ist so. Ah, hier. Ich will jetzt nicht entlassen und einstellen. Dann ist er wieder alles vielleicht hinüber, wo er weiß, wo er hinfahren soll. Ne? Dann hat er hier die Schanze genommen und dann weggesprungen. Na gut. 50 reduziert, muss das besser klappen. Wo ich gefahren bin, da habe ich Glück gehabt. Da, ne, und ich kann ja ein bisschen noch reagieren. KI ist ein bisschen schwierig, Mama. Ne? So. Sind wir fast fertig hier. Mann. Der fällt gerade weg. Ist gerade voll. Ich bin hier, bin voll. Der ist auch voll, wie aussieht. Gut, zum Hochfahren dauert ein bisschen weiter. Hauptsache ist alles frei. Der wird auch nicht viel mehr reingehen.
Das wäre der andere besser gewesen, ne? Weil da ja entsprechend der sowieso warten muss. Aber gut, man kann nicht alles verlangen, ne? Mal kurz überlegen. Mal gucken, wie er da fährt, ne? Ob der irgendwo blockiert. Fahren wir mit. Ist die Einstellung hier auch so? Na, hier Standard. Haha. Anwenden. Ich glaube, hier ist auch eine andere Zufahrt irgendwie. Das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch gewesen. Sonst wäre es hier nicht geklappt. So, hier ein bisschen anderer Modus. Hier ist ja auch mit Drescher und so, ne? Da kann man nur die zwei Dinge einstellen. Die Fruchtsorte ist dann egal, was halt der Drescher so drin hat, ne? Das könnte auch Weizen oder anders sein. Blöd nur, wenn er von Feld 4 nicht unterscheiden kann und woanders hinfährt. Das kann auch mal passieren, ne? Dass da plötzlich Weizen drin ist, ne? Ist immer günstig, wenn man da zur gleichen Zeit nur eine Sorte macht. Dann vermeidet man diese Probleme halt. So, jetzt fährt er zum Hofsilo. Mal sehen, wie er da fährt. Ja, ich habe viele Fenden und Versteller, ne? Ich muss sagen, das klappt mit Aufreifung entsprechend gut, ne? Das sind Originalfahrzeuge, was ich weiß. Das ist der 1050 und der andere war der 900 noch was. Und sind auch gut einsetzbar für Flügen, für Gruppen, für die Aufsaat. Denn wenn sie mit großen Anhänger fahren, dann muss auch entsprechende Leistung vorhanden sein. Ne? Ob die Tonnenanzahl passt mit 42 Tonnen, 7. Gut, spekulieren wir mal. Ne? Könnte sein. Den anderen Mod mit realistischen Gewichte habe ich nicht, aber hier das andere ist ja glaube ich dabei. Ne? Drehen die Reifen 100% durch, das ist ein bisschen komisch. Man kann auch hier noch entsprechend die Kurvengeschwindigkeit ändern, hier zum Beispiel runter auf 50%. Dann sind so eine Kurven nicht so gefährlich, ne? Sonst wenn man Holz fährt zum Beispiel, dann muss man die Kurvengeschwindigkeit reduzieren. Sonst kippen die um, ne? Das wollen wir ja nicht. So Holz fragt meist noch alleine, aber der eine oder andere setzt sich auch, Mensch, wieso kippt das immer um, ne? Die Kurvengeschwindigkeit zur Not reduzieren. Dann ist es, ja, da braucht es ein bisschen länger zu fahren, die anderen Sachen, ne? Aber wie gesagt, wenn er umkippt, hat man Holz nichts, ne? Und wie gesagt, Holz abladen. Wenn er umgekippt ist, dann verschwinden die Holzdinger unter der Karte, ne? Dann sind die weg. Also nicht abladen, dann, sondern Radlader nehmen und dann aufrichten. Oder einen starken Bauer halt, ne? Wenn mal was nicht funktioniert, dann kann man da mal auch zugreifen. Ne? Hackschnitzel haben wir noch genug. Papierherstellung. Mal gucken, ob da jetzt nichts im Wege steht, deswegen fahre ich sammeln. Da scheint was im Wege zu stehen. Einer steht schon. Ja. Fahr mal ran. Ich kann nicht erkennen, wo was steht. Im Wege steht. Nee, das gibt's doch gar nicht. Ja, manchmal, oder beim Rausfahren, das kann sein. Ich habe den Hof Autorechtkurse
ein bisschen blöd eingefahren, muss ich ehrlich zugeben. Ich hab da, wir holen mal Gärreste oder Gülle. Wir holen mal Gülle. Gärreste haben wir ja in dem Falle für unser Feld. Der muss also weggefahren werden. Die Kühe müssten noch Gülle haben, meiner Ansicht. Mein gut, man kann auch die Gülle gut bei der BGH kippen. Aber in dem Fall machen wir eine Ausnahme. Weil die BGH wird voll sein. Und ich wollte eigentlich nicht jetzt hier groß noch. Ja. Könnte man verkaufen da, ne? Aber die Gärreste soll ja entsprechend für die Felder gedacht werden. Also von daher. Gut, so viel brauche ich ja gar nicht, ne? In Anführungszeichen. Ah, das eine machen wir eine Ausnahme, ansonsten haben wir so Mist. Oder haben wir schon wieder Stroh alle? Ja. So, die Schauer, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Ja, das passt gerade so günstig mit dem Traktor hier, der muss ich noch mit aufladen. Und tschüss und ciao. Und schon schön dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig liken und abonnieren, ne? Also wer es gemacht hat, Dankeschön dafür. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann sich gut überlegen. Es kostet ja nichts, ne? Also. Und wird auch nichts kosten in Zukunft. Tschüss, ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.